Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Es geht weiter. Ich weiß, dass ich ganz vorzeigbar ab. Ja, halt die Klappe. Im Gange. Eingebildete Kuh. So, das geben wir einmal ab, damit wir hier den nächsten Schritt haben. Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Da sind wir uns wohl einig. So, wie geht's weiter? Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Oh. Nein. Das macht uns das jetzt gerade erstmal so ein bisschen kaputt. 50.000er Credit-Bilanz. Ohne Strom. Ah, gut, dann müssen wir weich werden. Das nützt nichts, Leute. Dann müssen wir hier Strom erzeugen. Können wir ja auch über Windparks, ne? Warum eigentlich nicht? Richtig, ich bin ja doof. Jetzt haben wir hier schon alles vollgebaut. Das hätte man natürlich auch super nutzen können. Dann müssen wir das hier wenigstens machen. Das bringt zwar jetzt nicht so viel, wie man sich das wünschen würde, aber besser als gar nichts. So, die müssen wir natürlich auch verbinden, das ist klar. So, 696. Ja, dass ich das bei der anderen vergessen habe, das nervt mich gerade. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ist natürlich richtig. Können ja eigentlich auch hier die immer hinstellen. So, und dann hier ein. So, 534. Oh, das wird natürlich nicht reichen. Aber vielleicht zum Überbrücken. Also, haben Sie das Projekt abgeschlossen? So, wir hatten hier noch eine ganz wichtige: Container einsammeln. Und mit der Kohle, die wir haben, können wir dann nämlich direkt zum Mond. Und endlich. Roger. Und dann endlich dieses Scheißding bauen. Im Gange. Ja, eine Bilanz von 50.000. Boah, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. So, wo ist. So, bevor wir hier jetzt irgendwo. Wo ist das noch genau? Das sollte ja eigentlich zu finden sein, ne? Ach, da oben. Okay. Im Gange. So, sollte eigentlich machbar sein. Sind unterwegs. Wenn wir uns beeilen, dann können wir da jetzt schon hindüsen. Volle Kraft voraus. So, warten wir kurz. Im Gange. Und kriegen wir es direkt? Roger. Nein, erstmal wegbringen. Meinetwegen. Aufzunehmen. So, dann lieber hier hin. Roger. Sehr gut. So, dann können wir mal hier wegen Wind und so weitermachen. Wie, das zählt nicht? Ach so. Ja, nicht so schlau. Okay.
So. Gut, die müssen wir jetzt noch verbinden. Offenbar kann ich das von jetzt an dir überlassen. So, 199 ist jetzt noch das Stromdefizit. Das geht ja. So, und mit der Kohle, die wir jetzt haben, gehen wir mal ganz schnell rüber. Oh, schon wieder. Aber erstmal wollen wir hier weitermachen. Also die Schlacht, das mache ich erst in der nächsten Folge wieder. Schauen Sie selbst. So, bevor irgendwie was mit dem Geld noch passiert, wollen wir es jetzt halt erstmal ausgeben. Virgil Drake mag uns einen Schritt näher gekommen sein, aber Sie sind ihm mehr als einen Schritt voraus. So, hier waren wir länger nicht mehr. Die Orbital Watch zieht die Schlinge um uns zu. Kann ich Ihnen das anvertrauen? Na klar, was auch immer. So. Fusionsreaktor, 800.000. Dann mal, herzlich willkommen, Fusionsreaktor. Es funktioniert tatsächlich. Sie haben gerade eine unerschöpfliche, saubere Energiequelle erzeugt. Sehr sauber. Die Menschheit in eine neue Ära katapultieren. Und jetzt teilen Sie Ihre Errungenschaften mit der Welt. Ich glaube, Union möchte, dass Sie die zwei stärksten Energietransmitter bauen, die es je gegeben hat. Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Alter, 9000 Wartung. Das ist schon ganz schön pervers. Vielleicht können wir einen auch wieder löschen. Kriegen wir sogar die Kohle wieder. Sehr praktisch. 7000 für Alter. Arbeitskraft, Credit, Wartung. Natürlich müssen wir da ordentlich... Gucken wir mal. Ja. Ist nicht so verkehrt. Leider können wir nicht mehr machen. Das ist nämlich, kostet jetzt nämlich nur noch halb so viel Wartung. So, und jetzt verbessern. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. So, warten wir kurz ab. Warten wir. Mondtransferrouten. Energietransferrouten. Das wäre es natürlich auch, ne? Wenn man hier wirklich Energie hin und her schicken kann. Bereit zur Weiterentwicklung. Die Energiekrise. Oh ja. Erst für die Logan. So, bevor der hier, der interessiert mich sowieso nicht, der kann quatschen, was er will. Wollen Sie uns die Früchte unserer Arbeit stehlen? Aber das lassen wir nicht zu. Muss ich Sie an Ihre Pflicht erinnern? Oh, haltet doch mal euren Mund. Ich möchte halt mal was anderes machen als eure doofen Kampfschiffe hier durch die Gegend zu fahren. Wie weit ist das Projekt? Fast fertig? So, und dann einmal hier. Nicht? Was? Fusionsenergiezellen. Müssen wir die erstmal rüberschicken, oder wie? Gucken wir mal. Ah ja. Okay. Von hier
hierhin. Verbindung wird hergestellt. Schon ist die Credit-Bilanz, also das scheint auch wieder sehr kostenintensiv zu sein. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Och ja. Pause empfohlen. Ja, ja, ich leg mich gleich ins Bett und schlaf aus. Warnung. Energieknappheit. Ja, 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 immer diese Energieknappheit. Aber jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja. So. Können wir jetzt? Freischaltbedingungen, Investoren, null, was? Investoren. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ich habe da noch einige Informationen für Sie. Wie kriegen wir denn Investoren? Also, eigentlich bin ich niemand, der zum Streik aufruft. Aber wenn dieses Problem nicht bald bereinigt wird... Sie wissen immer, wie man mit sowas umgeht. Sie haben mich nicht vergessen, oder? Nein. Aber... Investoren... Bin ich gerade mal ein bisschen überfragt. Wie... Oder was? Oder wie machen wir das? Wartet kurz. Gut, dass ich mein Handy hier habe. Investoren. Toren. Anno. 22.5. Ach so. Ah, okay. Investoren sind... Ich habe keinen Anlass für Beschwerden. Die hier, wenn wir das hier nochmal ausbauen. Boah. Okay, hier brauchen wir nicht gucken. Hier wäre besser. Luxuskost, bionische Erweiterung. Okay, dann wissen wir ja, was wir hier weitermachen. Luxuskost, Intelliware. Dann fangen wir mal an. Viel zu tun. Also. Ich mag es hier wirklich. Dann fangen wir mal mit der Intelliware an. Ja, da brauchen wir erstmal Mikrochips und sowas. Okay. Gucken wir mal. Und da, die kriegen wir von Silizium her. So, Silizium. Bergbauplatz. Zack, gut, dass wir hier direkt was haben. So, jetzt ist unsere Bilanz auch wieder im Keller. Ist aber nicht so schlimm, wir kriegen ja gleich wieder Kohle. So, wie sieht's aus? Silizium 18. So, ich baue die hier mal eben aus. Logistiknetzwerk überlastet. Arbeit hört nie auf, was? Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Gut gemacht. Vielen Dank. Upsala, das ist ja ein Zufall, dass der hier ist. So. Das hier ist natürlich doof. Okay. So, und dann die hier. Unsere Investoren möchten das Projekt trotz ihrer momentanen Finanzkrise fortsetzen. Ich weiß nichts von der Finanzkrise. Gut gemacht. Jetzt sollten Sie sich konsolidieren, bevor die Welle des Erfolgs abflacht. Ja, ja, ja. Okay. Ja, dies mit der doofen Energie. So, Intelliware. So, können wir mal eben kurz hier rüber switchen, gucken, wie es aussieht. Geschäftsreisen.
Ja, aber ich würde sicher das Büro vermissen. Immer noch nicht genug. Okay, dann werden wir weitermachen. So, wie sieht's denn jetzt mit Silizium aus? Silizium ist wieder im Minus. Dann müssen wir halt wieder die nächste Mine anzapfen. So, und damit das nicht so teuer ist, was die Credits angeht, oder Energie meinetwegen auch, so, und bei der anderen am besten auch, hier nicht auch noch Bergbau? Ja, ne? Muss ja. Ja, sicher. So, dann kommt hier auch noch mal das hin. Da müssen wir jetzt nämlich zusehen, dass wir hier Computerchips und so produzieren. So, und dann auch hier wieder Energiewartung. Ja, passt schon. So, plus 26. Ach, hier sind wir. Ja, hier ist ja auch noch alles frei mit Silizium. Dann können wir direkt hier im großen Stil. So, zack, zack, zack. Da geht jetzt die Bilanz ganz schön in den Keller. Es tut mir auch leid, aber es geht nicht anders. So, 44. So, dann schauen wir hier mal, dass wir hier wieder Mikrochips produzieren. Den schieben wir mal einen rüber. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Und dann nochmal ein. Okay, dann schieben wir den nochmal ein bisschen wieder rüber. Und dann können wir da noch einen hinklatschen. So, Wartung, Arbeitskraft, Energie. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Fusionsenergie, ja. So, das ist jetzt erstmal wieder ein Rückschritt, ne, mit Minus und so, aber das müssen wir halt machen, damit wir hier diese Investorenstufe da bauen können. So, und wir brauchen dringend Strom. Wie sieht es denn hier mit der Aufgabe aus? Ah, das beißt sich alles so, ne? Ah, ist das doof, ey. Dann müssen wir mal kurz hier hin. Es ist jetzt wichtig, dass wir hier Strom haben. Komm, ey, so viel wie es geht. Verarbeite Informationen. Der Rest ist jetzt erstmal... Okay, geht nicht. Der Rest ist jetzt erstmal egal, hätte ich fast gesagt. Dann müssen wir halt nochmal Reaktoren nachbauen. Ist doch egal. Aber wir brauchen jetzt Saft. Und am liebsten halt von hier. Also von anderen. Weil mit den Windkraftdingern und die Wasser, die brauchen am Wasser, die brauchen wir eigentlich für andere Sachen. Strom kann man auch hier denn importieren. Denn hier können wir genug hinbringen. So. Wareneingang. Was? Wieso Wareneingang? Wo klemmt's jetzt? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern.
So. Waren ein... Aber was müssen wir denn da als Wareneingang? Das verstehe ich nicht. Was muss denn da für ein Input gemacht werden? Das finde ich jetzt komisch. Wareneingang. Ach so. Wartet mal kurz. Ach, guck. Fusionsenergiezellen. Wartet. Fusions... Ah ja. Okay. Dann ist klar. Dann basteln wir das hier vorne noch hin. So, wir haben natürlich nur kein Geld gerade. Und was aber auch wichtig ist, dass wir hier diese... Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. ...bionischen Erweiterungen machen. Bewirke etwas damit. Seltene Erde zum Beispiel und sowas. Zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. So. Und jetzt müssen wir den Scheiß hier herstellen. Minus 101 noch, oder was? 89%. Brauchen wir wohl noch so eine. Nur dafür brauchen wir halt dann wieder anderes Zeugs, ne? Muss ich mal eben kurz gucken, was das genau war. Für die hier brauchen wir... Helium und Deuterium. So. Machen wir hiermit mal weiter. Oh, das eine ist halt mit dem einen verknüpft, das dann wieder das andere und so weiter und so fort. So, dann braucht man eine Straße. Scheiße. Da kommen wir nicht vorbei. Beschiss. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. Na, herzlichen Dank, dafür bist du da. So. Energiewartung, kann nicht schaden. So, plus 8. Helium und Deuterium. Gucken wir mal, wie sieht es mit Deuterium aus? Ach, das importieren wir, ne? Sieht aber ganz gut aus erstmal. Nur wir brauchen halt noch wesentlich mehr hiervon. Also, hiervon. Bitte vergessen Sie es nicht. So, dann können wir hier nochmal so eine Fabrik bauen. Puh.
So, und was das kostet, ist der Wahnsinn, ey. Unsere Bilanz ist so im Arsch. Aber es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. So, weiter geht's. Fehlt uns wieder Geld. Kriegen wir gleich wieder. Ich mache eben auch eben ganz kurz nochmal ein Päuschen. Nächste Folge geht's weiter, Leute. Macht's gut. Bis dann. Unsere Investoren möchten das Projekt trotzdem.